Ja, das ist nicht mein Bart. Meinst du? Wo kommt das hier? Wo kommt dieses Geräusch her? Was ist das? So. Hey Leute, herzlich willkommen auf dem Schön mit mir Kanal. Wir haben heute mal wieder eine etwas peinlichere Challenge vor. Ja, es ist eine Reaction. Ja, es wird ziemlich witzig, glaube ich, heute, denn wir zeigen heute private oder noch nie veröffentlichte Videos oder auch Fotos von uns. Oh. Und wir reagieren natürlich darauf, weil ich kenne die von Danja nicht und Danja nicht die von mir. Wobei, ich glaube, eins wirst du wiedererkennen. Das habe ich mal in der WhatsApp-Gruppe geteilt, aber ihr kennt es noch nicht. Und das wollen wir heute mal in dieser Reaction bzw. in dieser Veröffentlichung heute mal präsentieren. Das wird ziemlich witzig, glaube ich. Willst du anfangen? Ja, ich fange direkt an. Okay. Mit einem sehr, sehr klassischen Foto. Oh, es ist wirklich ein klassisches Kahnfoto und... Was? Ich habe so viel erwartet, aber das... Ich finde, das ist ein klasse Foto. Also, meine Haare sehen doch da... Sieht halt so aus, als würdest du da seit Jahren auf der Couch hängen und nicht hoch. Ja gut, das war ein Wochenende. Claudio, du brauchst nicht so lachen. Das war ein Wochenende. Ich glaube, das war... Es wurde spät. Ne? Also, es war noch tagsüber, aber ich glaube, ein paar... Also, mir wurde langweilig. Ne? Der Ausschnitt ist natürlich perfekt. Ja, das war mein erstes Foto. Ich glaube, das hatte ich noch nirgendwo veröffentlicht. Und ihr wisst, so auf Instagram-Stories und so bin ich jetzt nicht immer so aktiv. Aber, ja, erzähl, los. Was ist denn dein? Dazu brauche ich... Vielleicht, also dazu braucht ihr ein bisschen Kontext. Oh, eigentlich ist es, nein, ich möchte erst ohne Kontext sehen. Danach kannst du es mir erklären, okay? Oh ja. Wieso? Also, in der... Warte, achso, du bist hier. Ja, gut. In der Schweiz kommt immer der Samichlaus und das Schmutzli. Und ich war dann das Schmutzli. Und da musst du immer klingeln. Aber ich... Dann sind wir durchs Hotel gelaufen. Ja, das ist nicht mein Bart. Meinst du? Ja gut, bei der Dame links auf dem Bild, das ist gemacht. Aber bei mir ist nicht. Bei dir? Ja, okay, sorry, ich habe dich unterbrochen. Ja, da kommt immer der Samichlaus und das Schmutzli und dann sind wir so durchs Hotel gelaufen. Ich habe immer mit so einer Glocke gewedelt. Es war so ein... Hast du dafür viel Geld bekommen oder gar nichts? Oder nee, deinen normalen... Ich war Auszubildende. Ich hab das einfach so gemacht. Mit Auszubildenden kann man das machen, oder ja, Claudio? Claudio? Claudio hat schon Angst, dass wir ihn angucken. Ne? Ja. Wir kommen zum zweiten Foto, erstmal ohne Kontext. So, 3, 2, 1 und... Heide, nein. Ja, aber gut, so sieht jeder aus. So sieht jeder aus, wenn du zu Hause auf der Couch kannst. Aber Samira! Und dann noch Samiras Blick. Ich muss ehrlich gestehen, also das Bild hat meine Frau gemacht. Und das dachte ich mir. Das passiert öfters. Also das, ich schlafe ja oft auf dem Sofa einen tagsüber mit Samira. Und dann kommen oft so welche Fotos. Es gibt Fotos, die kann ich leider nicht veröffentlichen. Okay, gut. Das war Foto Nummer 2. Ich weiß gar nicht, ob ich dir das schon mal gezeigt hatte. Was ist das? Ist das 5 Kilo? Ja. 5 Kilo was? Oh. Und ich muss dazu sagen, dass ich die von meinem Mathelehrer geschenkt bekommen habe während des Abiturs. Das, also, dann bist du diese Person, die wirklich in diesen Textaufgaben immer drankommt. Ja, ja? Danja hat 4 Kilo Nudeln gegessen, 1 Kilo hat sie abgegeben. Wie viel Kilo hatte sie insgesamt? Okay. So. Ich muss sagen, ich hatte das Glück, immer so richtig coole Mathelehrer. Ja, aber ich merke es an deinem Bild, du versuchst deinen Bart dadurch zu verstecken. Finde ich gut. So. Ja, die 5 Kilo, der Klassiker, natürlich. Ja, ja, ne? Schatz, was möchtest du heute Abend essen? Vielleicht Pommes oder doch 5 Kilo Nudeln? Nee, aber weißt du, das war super, weil ich konnte einfach reingreifen und dann hatte ich einfach Nudeln für... Also das hat gereicht für anderthalb Jahre. Dann hast du heute wahrscheinlich noch was vor. Nee, das hat wirklich exakt gereicht, bis Abitur vorbei war. Bis ich mein Abi in der Hand hatte. Aha. Okay, wir kommen jetzt zu einem Foto, was ganz selten ist. Und zwar ein Foto von mir im Anzug. Hast du das auch schon mal gesehen? Naja, bei Familie Zufall. Ja, aber in einem... das ist ja kein vernünftiger Anzug, also bitte. Ein Sakko. Ja, hier. Doch, das habe ich schon mal. Also nicht genau das Bild, aber so eins von dir im Anzug habe ich schon mal gesehen. Das ist auch ziemlich lange her. Guck mal, da bin ich noch schön dünn. Ja, da bist du noch sehr schlaksig. Ja, das ist heute nicht mehr drin, ne? Das ist heute absolut nicht mehr drin. Deswegen schaue ich mir dieses Bild auch gerne an und denke mir so, wie konnte es nur so weit kommen? Nein, das ist ein Bild von der Hochzeit von einem sehr, sehr, sehr guten Freund, der auch öfters diese Videos schaut, ne? Das heißt, fühle dich gegrüßt. Ja, deswegen, ich habe es jetzt hier mal... Zeigen, ne? Ich habe es jetzt ausgeschnitten, ne? Aber, also, falls sich jetzt Hugo Boss oder so melden möchte, ich bin... Wir sind da. Verfügbar. Ich würde sagen, du machst auch noch ein Foto und danach machen wir noch machen mal ein Video. Das Video, ja. Ich habe jetzt das hier. Ich
bin, also wenn ich nicht mitbekomme, dass ein Foto von mir gemacht wird, mache ich immer sehr seltsam. Von wann ist das? Wie, 2017? Da siehst du viel jünger aus, muss ich sagen. Vielleicht ist es der Gesichtsausdruck, aber wenn mir das jetzt jemand gezeigt hätte, Claudio, guck mal, dann hätte ich gesagt, das ist die kleine Schwester oder so von Daniel. Wirklich? Ja, weil ich es halt nicht mitbekomme, weil ich immer gucke wie so eine Gurke, wenn jemand ein Video, ein Bild von mir macht. Okay, wir kommen jetzt... Ich zeige dir jetzt das Video. Ja. Das ist, was ich noch nicht veröffentlicht habe. Das würde ich aber eventuell auf TikTok veröffentlichen und ihr könnt da gerne mitentscheiden. Ist ein Video mit Samira, aber... Guck mal, hier den Gesichtsausdruck. Oh nein, hat sie dir ein Küsschen gegeben? Nein, noch nicht. Okay. Wo kommt das hier? Wo kommt dieses Geräusch her? Was ist das? Und du gehst ihr so auf den Nerv. Aber sie hat kein Problem damit, überhaupt nicht. Nee, sonst hätte sie dir wahrscheinlich schon eine gefatscht. Also was von. Das ist mein Video gewesen, was ich bisher noch nicht veröffentlicht habe. Würde ich vielleicht auf TikTok veröffentlichen. Okay, jetzt kommen wir zu dem Video von Danja, was anscheinend wohl normalerweise bei Ups, der Pannenshow landen sollte, oder? Ja, geht's auch mal weiter? Das ist ein Slow-Mo. Ich kann doch nichts dafür, ich hab's nicht gefilmt. Oh Mann, ey. Guck, wie... Warte, jetzt riechen. Happy? Ich hatte danach drei Wochen lang richtig Schmerzen. Das Pferd guckt sogar so, was ist mit der los? Wir kommen zu einem weiteren Foto von mir. Ja. Wieder auf, ja, es ist wieder ein typischer Sonntag. Es ist wieder Zocken angesagt. Ich weiß. Und das ist das Foto, was ich mal bei WhatsApp reingepackt hatte. Schwanger. Danke. Danke. Schwanger. Ich wollte eigentlich ein Video dazu machen. Große Neuigkeit nach Nina und Kathi, auch Kahn. Schwanger. Schwanger. Ja, auf das Foto bin ich ziemlich stolz, muss ich sagen. Auch das Foto von meiner Frau geschossen. Vielen Dank. Und du kannst, guck mal bitte, so. Das Sie ist, findet deine Winkel. Guck mal, das, so bin ich immer am Zocken. Immer so. So. Ich habe das Gefühl, ich habe hier viel schlimmere Fotos als du. Warte. Oder Claudio? Ja. Sie sagt vor der Chat, ja, lass das mal machen. Ich so, ja, cool, richtig peinlich. Und dann gucke ich mir ihre Fotos an. Das sind normale Fotos. Soll ich noch eins zeigen so lange? Ja, ich zeig so lange noch eins. Ja, ich habe wieder ein sehr, sehr schönes Bild. Es war ein harter Tag, sagen wir so. Das Bild ist entstanden nach einem harten Tag. Ja, es war ein harter Tag. Also. Ja. Ich weiß auch gar nicht, ob das zu der Zeit war, wo ich... Ich hatte eine Mittelohrentzündung. Ich weiß nicht, ob das zu... Nee, das war nicht zu der Zeit. Nein. Weißt du noch die Woche, wo du nicht da warst? Ja, es war mit einer der besten Wochen, die ich seit langem hatte. Ich muss sagen, teilweise war es für mich sehr hart, weil ich die Zeit manchmal vergesse, weil du mich immer daran erinnerst, dass es Feierabend ist. Okay. Das war dann irgendwann einfach 19 Uhr oder so. Aber schön, dass du, wenn ich nicht da bin, bis 19 Uhr da bist, aber wenn ich da bin, pünktlich immer weg bist. Ja, aber es sieht passend aus. Das könnte diesmal dein Bruder sein, muss ich sagen. Ja. Ja, also ich weiß nicht, was du dir bei diesem Foto gedacht hast. Also meine Fotos haben noch eine gewisse Daseinsberechtigung. So, ich habe jetzt mein vorletztes Foto. Das ist ein Foto aus einem sehr alten Video. Das hat mir Claudio letztens geschickt. Ja. Das Video gibt es ja auch. Dementsprechend ist es jetzt nicht wirklich, also es wurde schon mal veröffentlicht, aber trotzdem dachte ich, ich nutze das Video nochmal. Ein, Video mit sehr, sehr kurzem Bart. Wenn das so aussieht, als würdest du mir eine Versicherung verkaufen. Aber hätte ich es geschafft? Nee. Ach, dafür ist es. Dann hätte ich mir ihn nochmal abrasiert und... Ich sage dir, du siehst aus, als hättest du gerade deine Ausbildung beendet und würdest mir jetzt eine Versicherung verkaufen wollen. So richtig so motiviert. Ja, hier, das ist mein Versicherungspaket. Okay, ich habe zwar nicht so viel Ahnung von Versicherung, aber wenn es so läuft... Ich bekomme 80% Provision. Das war mein vorletztes Foto. Als letztes kommt noch ein tolles Bild, sage ich dir zum Abschluss heute. Ei. Jetzt kommt wieder irgendwie sowas mit Kiba und Hefe. Warum liegt man so? Warum tut man das? Dazu gibt es diese, warte, das ist die Erklärung dazu, weil Hefe sich immer dann so drauflegt und deshalb schlafe ich immer so ein. Aber das stimmt, Untertitel war Die Mumie kehrt zurück. Ja, es passt auch, stimmt. Ja, das ist die Mumie. Hauptsache mit Essen hier an der Seite noch. Ich verstehe nicht, wie kann man so liegen? Ich dachte, das gibt es nur einen Film. Ja, das finden alle lustig, dass ich so, also aber geht nur auf der Couch. Im Bett kann ich so nicht schlafen, aber auf der Couch schlafe ich so. Ich habe ein letztes Foto, was eher ein bisschen positiv ist. Das war im Urlaub in Malaysia, das hatte ich aber nicht geteilt, und zwar ist das dieses. Oder ist aber ein schönes Bild. Ja, ich weiß. Hast du das nicht gepostet? Weiß ich nicht. Keine Ahnung.
eine schöne Blende hier auch. Das war in diesem Indoor-Freizeitpark, den ich echt gefeiert habe. Mache ich vielleicht noch. Also soll ich dieses Bild vielleicht auch mal auf Instagram veröffentlichen? Gerne damit auch ab in die Kommentare. Solltest du machen, das ist ein schönes Bild. Und damit habt ihr all die Fotos, ja okay, es sind noch einige da, aber die kann ich leider nicht veröffentlichen. All die Fotos gesehen und Videos oder das Video, was ich bisher nur auf privat hatte. Hast du noch was oder? Ja. Okay. Nein, ich will noch ein Video zeigen. Ja los, komm, raus damit. Achso, das war jetzt vom Freitag, ne? Da haben wir das Chaos-Studio ausgeräumt und es sieht schon leer aus. Da hatten wir sehr viel Spaß, oder Claudio? Ja, und kannst du kurz sagen, wo ich zu der Zeit war? Erzähl's ruhig zum Abschluss. Zeit auf dem Dach und hat sich gesonnt. Das stimmt gar nicht. Nein, also wir war hart am Schuften. Wir haben auch geschuftet, wir haben, wie gesagt, das Fenster gereicht. Wow, schön im Schatten und ich bei 25 Grad auf diesem Dach. Leute, das war heute das Video mit einer Reaction von neueren Fotos. Wir hatten ja schon die Reaction auf Katzenfotos, ihr hattet die Reaction auf Kinderfotos und jetzt hatten wir die Reaction auf bisher nicht veröffentlichte Fotos. Vielleicht habt ihr noch weitere Ideen, was wir so als Reaction-Format hier bei uns einführen können. Gerne damit ab in die Kommentare. So könnt ihr vielleicht auf Fotos, die uns Claudio geschickt hat, reagieren. Claudio versucht mich sehr oft zu erschrecken. Wie oft hat es bisher geklappt? Einmal. Wie oft hat es bei Bianca und bei Kati geklappt? Ja, das kann man nicht zählen. Es geht gegen unendlich. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Ja, also ich hatte sehr viel Spaß. Ja, ich auch. Ja? Ich hab, wir haben Danias Bruder gesehen, Danias Schwester haben wir gesehen. Danias Mumie haben wir gesehen. Dann haben wir noch... Ja, wir haben alles gesehen. Wir haben alles gesehen. Wir haben die verfressene Dania gesehen. Stimmt, die an einem Tag 5 Kilo Nudeln essen kann. Ja, wir haben den schwangeren Kahn gesehen. Ja, stimmt. Das war, glaube ich, so das Highlight. Wir haben den angezogenen Kahn gesehen. Wobei, wir haben auch den Backstreet Boy Kahn gesehen. Und wir haben den Versicherungsmakler Kahn gesehen. Ja, also ihr habt heute einige Facetten von uns gesehen. Und dementsprechend könnt ihr jetzt auch gerne einen Daumen nach oben da lassen. Oder auch einen Daumen nach unten, wenn ihr wollt. Und wenn es euch gefallen hat, gerne abonnieren, kommentieren, Glocke aktivieren. Und jetzt... Was wollte ich denn sagen? Ich habe gesagt, und jetzt hättest du sagen müssen, ist es vorbei. Ach so. Ciao.